Windwall. Das ist bei mir Platz 1. Ja, das ist aber, glaube ich, bei den meisten auch so, dass es da Platz 1 ist. Und Platz 3 wäre sogar Fizz bei mir. Ich hasse es halt, gegen Fizz spielen zu müssen. Willst du nicht selber Fizz? Ich spiele selber Fizz, ja. Aber ich hasse es, gegen Fizz spielen zu müssen, weil auch der Trickster halt unheimlich nervig ist. Ja, das stimmt. Ja, wie wir hier auf jeden Fall keinen Azir und keinen Galio sehen, genauso wie Gangplank, der rausgenommen ist, das erspart uns auf jeden Fall schon mal dieses schöne Gnar-Gangplank-Matchup auf der Top-Lane. Finde ich gut. Bietet da viel Potenzial für mehr. Vielleicht der Nautilus-Top-Lane? Man, wer weiß. Ja, Zoe gebannt. Lawless, ja. Ja, Nautilus-Meter ist der Junge bei Team Liquid damals. Also er spielt jetzt gegen ein altes Team, wenn man es möchte. Ist ja wirklich richtig aufgeblüht. Ja, wobei, momentan hat man dann doch eher auch Champions mit Split-Push-Potenzial auf der Top-Lane. Jo. Definitiv. So ein Nase und eine Camille machen sich da schon ganz gut. Könnte aber übrigens auch auf dieses Matchup wieder hinauslaufen. Auch ein Vladimir habe ich jetzt so das ein oder andere Mal gesehen. Und auch da muss ich sagen, ja, hat schon, also wir haben schon einige sehr, sehr gute Performances gesehen, was Vladimir angeht. Aber für mich ist Lorlo jetzt halt nicht der Carry-Spieler. Mit dem Camille-Ban sieht es jetzt so ein bisschen danach aus, dass man halt für einen schnellen Gnar gehen möchte. Und der Gegner jetzt so ein bisschen zwingt quasi, für den Powerpick gehen zu müssen. Ich will gerade, was jetzt für sie halt wirklich ein richtig guter First-Pick wäre. Ein AD-Carry wie Kalista zum Beispiel wäre möglich. Du könntest mitnehmen. Du könntest den Jungle picken, also wenn du jetzt, ja. Oder Skarner, wenn er halt so hoch priorisiert wird, naja. Das ist halt momentan wirklich krass. Also, das ist ja quasi von letzter Woche, dass wir haben einige Skarners dabei, aber die wurden halt irgendwo in der Mitte gepickt, so hin, dass Skarner jetzt immer First Pick ist gegangen. Weil gestern fing es auch schon damit an. Jetzt wird hier wahrscheinlich ein Nar kommen und ist Sejani. Genau, das wäre eine gute Kombo eigentlich. Da sehe ich sie. Ja, vor allem, weil man Camille gebannt hat und damit den Nahpick so ein Stück weit auch vorbereitet hat. Dann ist der Gegner. Ja, man entscheidet sich sogar für einen AD Carry für Tristana in dem Fall. Okay, ist sehr früh blind gepickt. Weiß nicht, ob das unbedingt notwendig war, aber vielleicht haben sie eine gute Antwort auf den Nar, dass sie sich da was zurechtgelegt haben. Es ist halt noch einiges auch offen, also Kalista, Varus etc., die sind noch alle zur Verfügung stehend. Ich glaube, Double Lift ist halt einfach, der fühlt sich super wohl auf Tristana. Deshalb will er da halt nicht in Richtung Varus oder Kalista gehen. Und deshalb hat man sich ja wahrscheinlich auch Tristana so früh gesichert. Auf der anderen Seite, bei Deftly könnte ich es mir vorstellen, dass sie jetzt nachpicken, ist halt absolut richtig. Ja, man kann aber auch noch einen Vladimir picken. Immer noch möglich. Saya Rakan wäre jetzt eigentlich auch wieder eine gute Option für Golden Guardians, wenn sie ja wirklich rankommen. Dieses Xayah-Matchup ist halt gegen Tristana immer wirklich sehr cool, weil du einfach in der Lage bist, halt mit deinem Ultimate quasi die Bombe nicht durchdrücken zu lassen von Tristana und ihren Reset zu verwehren. Aber man entscheidet sich für Varus. Auch er. Für mich sind halt Kalista und Varus momentan die AD-Carries schlechthin auf der Botlane. Jetzt kommt ein Braum. Braum wäre gar nicht mal so schlecht jetzt. Mit Varus zusammen auf jeden Fall. Das ist eine absolute Bully-Lane. Also würde hier sehr, sehr gut zusammenpassen, aber vorher muss natürlich noch die nächste Bannphase kommen. Also oder der Braum hat gegen jeden Champion hier tatsächlich. Oh lol, Zion. Der gute alte Zion Toplane. Gegen Gnar. Er hat den Poke auf seiner Seite. Und er hat den Engage gegen den immobilen AD Carry. Beim Gnar gegen Zion erinnert so an 2015 Worlds. Und das Schöne ist, selbst wenn Skarner auf die Lane kommt und du ultest, kann er dich nicht ulten, weil du halt unstoppable bist, während du in deiner Ultimate bist. Also du bist da sehr sicher auf der Side Lane. Aber. Name ist Zion jetzt schon nicht mehr. Ist trotzdem ein nerviges Matchup. Aber da hat man offensichtlich was Interessantes vorbereitet. Ich find's geil, dass die halt so viel unterschiedliche Kombos ausprobieren. In der EU haben wir jetzt auch von Alfari den Malphite als Antwort auf den Nahe gesehen. War auch sehr interessant. Und das ist tatsächlich 4-0-1, ist er, glaube ich, aus dem Game rausgegangen. Also der Malphite hat das schon gut durchgezogen. Man, theoretisch könnte es auch ein Support sein, aber. Jetzt müssen halt die Peel-Supports raus, haben Kench ist weg. Den Braum könnte man sich selber sichern, also die muss Team Liquid eigentlich nicht bannen, wenn man ihn selber noch durchziehen möchte. Ich frage mich halt bloß, warum sie halt den Zion jetzt so früh gepickt haben. Weil sie ihn wahrscheinlich flexen. Naja, aber was willst du denn flexen? Support. Zion Support an der Stelle? Nee, das glaube ich nicht. Zion Support war 2017. Braum Support. Thema. Morgana ist draußen. Mal gucken, was jetzt der letzte Banner von den Golden Guardians ist. Dann Midlane. Ryze wäre theoretisch noch offen, den man hier bannen könnte, aber Ryze ist jetzt halt auch ein sehr riskanter Pick, wirklich an der Stelle. Wird hier rausgebannt und dementsprechend keine Möglichkeit für den Liquid. Die sollten jetzt für den Braum-Pick einfach gehen, das wäre halt super solide. Dann können sie den Midlaner halt zum Schluss reinpicken.
und haben auch da nochmal die Möglichkeit, halt sich so ein bisschen das bessere Matchup zu geben. Ja, stimmt. Vor allem das Midlane-Matchup willst du normalerweise eh mal counterpicken. Also ja, ich würde hier Braum sehr hoch priorisieren. Taric geht halt auch. Also das Problem, was ich damit habe, die Synergie ist gut, das haben wir ja gesehen, aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass man den Braum damit halt abgeben könnte und halt diese Synergie aus Varus Braum, das ist halt eine absolute Lane-Bully-Lane. Das fände ich jetzt übrigens ziemlich geil, wenn Golden Guardians für den Bard gehen würden. Das ist natürlich ein Pick, der aktuell auch nicht so richtig in die Mitte reinfindet, aber das ist halt eine übel fette, starke Botlane, die sie dann nehmen. Ja, Bard ist halt so nervig auf der Botlane, du hast doch nochmal einen Ultra-Long-Range-Engage. Was passiert eigentlich, wenn das Taric-Ultimate ausgelöst wird und du bist währenddessen im Bard-Ultimate drin, kriegst du trotzdem diese Unverwundbarkeit? Du bist ja in der Bard-Ultimate eh unverwundbar. Ja, aber bist du, also hast du danach den Schild, wenn du rauskommst aus dem Bard-Ultimate von Taric? Ich würde sagen, das hebt sich einfach so auf, mehr oder weniger. Das ist natürlich auch interessant von der Interaktion. Ja, es wird halt ein Braum. Damit haben sie jetzt halt eine super, super starke, solide Botlane, wo Golden Guardians aufbauen können. Das Ganze jetzt kombiniert mit einer Orianna in der Midlane. Auch die ist safe, sollte auch, wenn das jetzt hier ein Corki wird, kein großartiges Problem mit dem Corki bekommen. Ja, das Scaling ist saftig seitens Team Liquid. Kai hat auch relativ viel Orianna gespielt. Also Late-Game-technisch sehe ich die Karten deutlich bei Team Liquid. Ja, definitiv. Ganz klar. Sie haben halt den Engage, sie haben die Frontline, sie haben halt zwei richtig gut skalierende Champions. Mit Crit skalieren sie Champions vor allem. Also viel besser kannst du da gar nicht haben. Aber Golden Guardians für mich halt einfach an der Stelle, eigentlich, ich denke auch, dass Nada das Winning Top Lane Matchup haben wird, also auch gegen den Poke von Sein, sollte er eigentlich gewappnet sein, sollte halt einfach poken. So, Orianna hat halt... Ja, bis zu dem Moment, wo die Rüstung halt von Sein entsprechend ist. Orianna hat halt das Early Winning Matchup in der Midlane, kann da halt, also es ist halt so ganz leicht, aber es ist jetzt nicht super hart, dass sie jetzt Corki countert oder so, aber sie kann Druck aufbauen, sie kann besser traden, gerade ab Level 3, hat da auch ein bisschen die Reichweitenvorteile auf ihrer Seite, sie kann halt mehr Wave Pressure aufbauen. Man hat den Skarner, also auch wieder den stärkeren Jungler und den schnelleren Jungler auf seiner Seite und hat halt das starke Botlane-Matchup. Also ich denke, Golden Guardians verfolgen hier absolut die richtige Taktik. Sie sagen sich halt, okay, im Late-Game, wir sind aktuell nicht gut genug, sehen wir wahrscheinlich eh keine Schnitte. Also versuchen wir es halt über Early-Mid-Game zu klären und halt über Winning Lane zu spielen. Ist ein guter Ansatz, aber ob es reichen wird, das werden wir sehen. Ja, das ist eben die ganz, ganz große Frage hier. Wird es reichen oder wird es eben nicht reichen? Late-Game, Team Liquid muss einfach nur schauen, dass wir das Spiel langsam gestalten. Müssen keine Risiken. Das ist halt. Also, Team Liquid ist in einer sehr komfortablen Position, weil Team Liquid muss keine Wagnisse, keine Risiken eingehen. Ja, ich meine, ja, man hat zwar auf dem Papier bessere Lanes gepickt seitens Golden Guardians, aber das setzt sich auch immer unter Druck. Du hast es schon gesagt, man muss das Spiel dann irgendwann auch zeitig beenden. Und es setzt sich unter Druck, dass du diese Lanes auch besser ausspielst. Ja, die Moment, wo halt Team Liquid even geht, was in der aktuellen Meta halt durchaus möglich ist, weil du, ja besser da. Ja, weil du, ich meine, wir sehen es ja selten, dass wir große Farmunterschiede haben auf diesem Pro-Niveau, selbst bei Winning-Matchups. So, das halt führt halt einfach dazu, dass halt Team Liquid einfach, ja, even geht und dann später das Spiel herausgewinnt. Die einzige große Gefahr ist dann ja, dass sie auch Pressure auf den Turm haben. Das heißt, wenn Golden Guardians dann schnell die Türme bekommt, clever rotiert und die weiteren Türme einreißt. Und im Late Game, sind wir mal ehrlich, wird Contracts komplett nutzlos sein. Ja. Einfach nur, weil halt beide Carries in der Lage sind, halt ein QSS zu bauen in ihrem Kit und halt von seiner Ultimate dementsprechend halt komplett unangetan sich dort bewegen können. Ah, wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Golden Guardians. Und dazu muss man auch sagen, ist auch Taric eine gute Antwort auf den Skarner, weil er halt mit seiner Ultimate die Skarner-Ultimate so ein bisschen entschärfen kann. Ja, aber naja, das ist halt immer so die Sache, ne? Wenn dann so ein Skarner-Flash-Ult kommt, dann wirst du halt meistens doch geburstet als Carry, bevor dann halt wirklich der Schild durchkommt. Klar. Aber wenn du halt später sowieso ein also Kürzer hast. Ähnlich wie man Taric oft halt auch gegen Malzahar gepickt hat. Dazu kommt halt noch, dass Taric halt gut die Kluftkrabbler auch aus dem Weg räumen kann. Also für mich muss ich jetzt bei Golden Guardians hier alles komplett um die Botlane drehen. Sie haben auf der Botlane auch einen ziemlich guten Engage, also auch da passt der Varus wieder gut rein. Du könntest sogar theoretisch ab Level 6 für die Lane-Gangs gehen, es ist halt aber die Chain of Corruption kommt, Braum Ultimate hinterher und bis dahin ist halt auch der gute Skarner halt über die Lane gehuscht und kann halt auch noch seinen Ultimate dort nutzen, um halt wirklich einen Gegner gefühlt 10 Sekunden dort zu CC'en. Das ist halt auch 1:1 wieder dasselbe Jungle-Matchup, das wir eben gesehen haben. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt vom Clear Speed aussehen wird. Ob es halt genauso aussieht wie eben. Oder ob es halt da wirklich, dass man halt sagen kann, dass Skarner immer den Camp schneller ist. Weil aktuell scheint Skarner hier in dem Szenario ein bisschen langsamer zu sein, als wir es eben gesehen haben. Also man merkt auch so, beim Spieler macht das halt auch so ein bisschen her. Er entscheidet sich jetzt hier auch dafür, kein Full Clear zu gehen, sondern möchte halt einfach nur sein Level 3 schnell bekommen und halt direkt dort sein
Rubuff machen will. Und das ist ein, hab ich noch gar nicht drüber geredet, das ist ein Predator-Scanner. Das ist diesmal kein Scanner, der mit dem Buch spielt, im Spellbook, sondern wirklich ein Predator-Scanner. Bin ich ehrlich gesagt, das ist interessant, aber ich denke, dass es halt eher eine schlechtere Variante ist. Also nur mal, um das zu erläutern. Das, was Scanner machen kann, gerade mit Game, ist halt Flash Ult. Das ist seine stärkste Eröffnung. Und beim Spellbook ist halt nicht so cool, dass er halt seine Summoners immer wechseln kann. Sondern was beim Spellbook cool ist, dass er halt einfach diese Cooldown Reduction auf den Summoners bekommt. Auch wenn auf 8.3 genervt worden ist, das muss man dazu sagen, von 25 auf 15. So ein Predator selber gibt dir halt mehr Schaden auf einem Auto-Tag und gibt dir halt Movement Speed. Aber der Movement Speed so, wird halt komplett verpuffen gegen das Team. Einfach nur, weil sie halt eine dicke Frontline-Spieler haben, an denen du halt nicht einfach vorbeikommst, egal wie schnell du halt bist. Da bin ich gespannt, wie er das einsetzen kann. Bin auch gespannt, wie sich die Botlane halten wird mit Doublelift und Ole. Also was ich mir jetzt halt vorstellen könnte, dass es halt so ein übelster YOLO-Scanner wird. Dass er halt einfach sagt, okay, ich habe eh Predator mit dabei, ich gehe für den Trinity im Jungle und nehme mir halt gut Schaden mit und zeige euch mal, wie man Scanner auch noch spielen kann. Als halt nur Utility-Champion und Full-Tank. Das wäre halt das wär hinsichtlich Midgame auch gar nicht mal so schlimm. Ja, auf jeden Fall. Also im Gegenteil. Wenn du halt sagst, sowieso, wir geben das Late Game eh ab, da haben wir eh keine Chance. Ah, lol, nochmal schön das ganze Sidestep, ein bisschen Schaden vermieden. Aber man sieht's halt, die Winning Matchups sind halt wirklich auf ihrer Seite. Midlane hat Pressure, Toplane hat Pressure. Und auch Botlane sollte man kein Problem bekommen. Ja, ich meine, Team Liquid wird sich auch was dabei gedacht haben, auch den Sign in den Naruto zu picken. Weil, ich meine, mit Vladimir jetzt so einen safen Pick auch haben können. Für die Toplane. Na, Koki wird da gleich für seinen Teleport gehen über die Midlane. Das heißt, für High jetzt noch die eine Wave nehmen und dann ab in die Base. Schön shoppen gehen. Hat jetzt auch durch den Teleport keinen weiteren Nachteil. Wird von der nächsten Wave auch nicht so viel droppen müssen. Für ihn geht es halt bis darum, dass er jetzt ein schnelles Last Chapter bekommt, damit er wirklich den Druck auch mit genügend Mana aufrechterhalten kann. Ja, vor Welter ein bisschen bescheiden gewesen, das Base-Timing. Zumindest itemtechnisch. Konnte sich da nur Teil-Items leisten. Also ist es halt manchmal. Im Losing-Matchup kannst du halt nicht immer aussuchen, wann du in die Base gehst. Ja, eine Wave mehr wäre schon ganz nett gewesen, aber ist halt schon gut gepokt worden. Ja. Also sein Teleport gleicht halt den Nachteil so ein bisschen aus. Und für ihn ist halt auch ganz schön, wenn halt sein erstes Package spawnt, kann halt nochmal quasi free in die Base gehen und ist schon relativ schnell wieder auf der Lane. Weil du ja nicht nur das Paket selber bekommst, sondern auch nochmal extra Movements-Schub. Da muss er jetzt 3 Minuten noch aushalten, dann hat er das wieder. Ah, stimmt schon. Oh, wow. Ja, Cure ist da, Predator ist aber auch da. Und der Schaden ist auf jeden Fall nicht schlecht. Belter muss aber nicht flashen. Er schafft's raus, er schafft's raus. Wenn Contract Level 6 gewesen wäre, Gnade ihm Gott. Aber Impact hat auch teleportiert auf den mittleren Turm, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist halt super Wurf, ja. Er hat geportet auf den mittleren Turm, hat den sogar durchgezogen, nicht abgebrochen. Verliert dadurch natürlich nochmal wichtige Cooldown-Werte auf seinem Teleport. Er konnte halt auch nicht wirklich gut dadurch shoppen gehen. Aber er kam gerade aus der Base, oder? Ja, er kam gerade aus der Base. Ja, dann geht's immer noch. Why not, dann war er noch, dann geht's wirklich. Dann war es jetzt gar nicht so schlimm. Dann ist es auch okay, dass das durchzieht. Wenn er von der Top-Lane geportet wäre, dann wäre es halt besser gewesen, er bricht ab, aber an der Stelle ist es dann okay. Ja, und nicht zuletzt muss man jetzt natürlich wieder in der Lane viel Schaden hinnehmen. Pobelta auf Hälfte Leben runter. Es ging nur Orianna halt nicht ganz so angenehm, wenn die halt wirklich ihren Ball auf maximaler Reichweite liegen lässt und halt die Shockwave nutzen kann, dann bist du mit Hälfte Leben halt alles andere sicher. Ja, wie gesagt, also er muss jetzt noch 2 Minuten das Ganze irgendwie halbwegs überstehen. Sollte machbar sein, er hat auch seine Trankaufladung alle genutzt. Level 6, das heißt, er kann auch mit der Rakete noch farmen. Also es geht schon. Momentan spielt man da sehr, sehr gut. Und ja, auch ein Taric unterschätzt man mal gerne, was der auch an Schaden machen kann, wenn er in den Nahkampf kommt. Ja, und die Passive ist natürlich da extrem krass, dass er diese Autotext da, die Verstärkung noch nutzen kann. Das hat Deft, glaube ich, auch gerade so ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, selbst Double Lift hat das gerade unterschätzt. Ansonsten wäre er da ein bisschen aggressiver mit reingegangen in den Gegner. Aber er wollte einfach bloß raus, damit die Braum Passive nicht bis zum Ende durchkommt und er halt gestunt wird. Na, Corki ist jetzt. Kann ihn mit dem momentan ganz gut halten. Doran Schild hilft ihm natürlich, gibt ihm halt ein bisschen extra Regenerationswerte. Auch wenn er dort keine Pots mehr hat. Oh, heißt da, das ist aber sehr interessant. Oh, Shockwave saß gut, aber es reicht halt nicht. Ich weiß nicht, was Pobelta in dem Moment gerade gemacht hat. Wenn Pobelta damit dazukommt, ja, ist Haya halt komplett out of position. Das wäre halt sehr schön gewesen für Team Liquid. Aber schön, dass Double Lift den Drake gepult hat. Der zählt erstmal gut aus. Aber im Endeffekt bis 2 Schüsse gewesen. Ja, und die Honigfrucht dann
hilft dann durchaus. Er hat das übrigens gerade clever gespielt, von der Shockwave-Timing her. Er sieht ja, wann er gestunt wird von Tarik Ultimate. Also quasi in dem Moment, wo er gestunt wurde, auch direkt in die Shockwave eingesetzt, um den Gegner, während er sie zieht, ist, auszuziehen, dadurch halt den Schaden zu reduzieren. Hat ganz gut funktioniert. X-Baby, der sieht hier kurz Contracts. Ist auch wieder dasselbe Szenario wie eben. Noch kein Level 6 im genau. Übrigen mit ihm. Ganz anders Contracts. Ja, und da haben wir Impact gegen Lolo. Ja, einer der Vorteile von Nara ist eben diese Reichweite. Dass du halt die anderen Tanks auf der Lane quasi kiten kannst. Ich hab überhaupt die abgegeben. Er hatte jetzt vorher nicht so Mana-Probleme, so ein frühes Last Chapter plus natürlich Mana-Flow-Band. Gibt dir da als Ori schon eine Menge Sicherheit. Sie ist ja jetzt auch wieder ein bisschen seltener gesehen. Ich finde Orianna aber immer noch gut. Ich finde halt, sie hat aktuell so einen Status, wo du sie halt auch eigentlich fast immer spielen kannst. Und nur wenn halt sowas wie Ryze Azir offen ist, solltest du halt überlegen, ob du sie halt wirklich spielen möchtest oder ob du da nicht doch lieber die Powerpicks nimmst. Also sie ist für mich gerade, sagen wir mal, so ein sehr solider Arty-Champion. Vielleicht sogar so ein bisschen Richtung S-Tier hin. Sie wurde ja nicht großartig genervt und ist halt immer noch in derselben Verfassung, wie sie halt im letzten Split war. Und auch hier, Koki geht halt keinerlei Magieresistenzen. Das könnte dazu führen, dass Hai halt sehr, sehr schnell jetzt auf Haunting Geist quasi rusht, seine Boots ausbaut. Aber dann hat er halt wirklich One-Shot-Potenzial. Wobei man auch sagen muss bei Orianna, Orianna ist halt immer irgendwie der Mieter. Sie hat halt so ein rundes Kit, ja, dass sie halt immer spielbar ist, immer safe ist. Ja, selten, dass sie absoluter Top-Prio-Pick ist. Sie bringt halt einfach so viel Utility mit. Ne? Sie kann ja halt Movement Speed geben, sie kann dich halt shielden. Sie hat halt CC auf der Ultimate. Er hat halt einen Slow gleichzeitig noch auf dem W mit drauf. Also es ist halt schon wirklich sehr, 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 sehr rundes Spellkit, muss man sagen. Ähnlich wie Thresh. Belter bewegt sich gerade so ein bisschen abseits der Lane, will natürlich hier auch Druck aufbauen mit seinem Package. Wenn er es denn gerade schon mal hat, aber wird letztendlich wahrscheinlich nächste Wave einfach damit clearen, weil es ansonsten auslaufen wird. Bisher auch noch kein Kill gefallen. Ja, das ist gut für Team Liquid. Wenn sie da in aller Ruhe scalen können. Ist auch nirgendwo, dass sie großartig hinten sind oder so. Also wenn man mal so die Lanes anschaut, dann ist das halt wirklich ein minimaler Unterschied. Selbst im Jungle, also da muss eigentlich mehr kommen von Golden Guardians. Sonst werden sie hier brutal outscaled. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja gleich der Predator Skana, der endlich ein Ziel findet, dass er sehr, sehr schnell ulten kann. Corki ist jetzt natürlich so, der sieht schon lecker aus, ne? Den will man schon haben. Ja, aber er hat halt immer noch mit der Valkyrie noch eine Möglichkeit, okay, schnell Distanz Predator auf. Aktiviert, er ist zügig unterwegs. Aber kommt eine Flash-Reichweite? Ne, keine Chance. Predator wurde glücklicherweise auch ein bisschen gebufft, weil es vorher gar keiner genutzt hat. Also maximal so ein Hackerim, der es vielleicht mal eingesetzt hat. Aber der ist ja momentan nicht so stark in der Meta. Und wenn der Predator-Effekt jetzt quasi irgendwie abgebrochen wird oder so, während du es halt nutzt, dann kriegst du halt Cooldown wieder erstattet. Das war dieser Buff, den man sich dort vorgenommen hatte. Macht jetzt aber auch nicht so viel her, ne? Das stimmt. Und nach wie vor wartet auch der Bergdrache drauf, abgeholt zu werden, genauso wie der Herald. Das wird übrigens keine schnelle Trinity-Variante bei Skana. Sondern wenn man sieht halt schon Barmys Blutstein. Kontrakt ist auch ganz wichtig, das Ward-Game, also das macht Smitty sehr, sehr gut, hat auch eine bessere Ward-Score momentan. Ich finde es auch schön, dass man das jetzt als Statistik mit dabei hat, diese Vision-Score. Ich weiß ja bloß ganz gerne, wie der manchmal gewertet wird. Ja, genau, da eine vernünftige Aufschlüsselung, das wäre immer schön. Ich hatte nämlich gestern so eine Situation, wo wir halt alle Rätselraten da saßen, wo halt quasi zwei Control Wards hintereinander geklärt wurden und beide Male ist halt eine Zombie Ward auch ausgelöst worden dafür. Und einmal gab es halt einen Punkt und einmal gab es zwei Punkte für den Vision Score, also ganz seltsam. Aber gibt es halt viele Optionen, warum das jetzt so gewertet wurde. Zack, die Krabbe wurde hier gesichert. Drache bisher auch noch komplett unangetastet geblieben von beiden Teams. Der Bergdrache ist natürlich auch ein bisschen tankiger, also nicht ganz so schnell abzuholen. Ja, da braucht man schon ein bisschen Pressure, was du theoretisch hättest mit Varus Braum und auch mit Skana. Also eigentlich sollte Golden Guardians das Team sein, was sich früh diesen Bergdrachen sichern kann. Wir sehen jetzt ein TP-Play, da ist Smitty da, mit ist die Juani ult, der Stun gegen Deftly und das sollte es gewesen sein mit dem First Blood. Ärgerlich, dass das jetzt für Smitty auch gefallen ist und nicht etwa für Doublelift, aber... Tschut-tschut! Ja, da geht's weiter. Ah, der E kann ja aber nicht ganz sein Ziel finden, dadurch auch kein Slow.
Ja, schönes TP-Play auch mit Impact, muss man sagen. Ich frage mich gerade, was Deftly und Matt da im River machen wollten. Ein bisschen wahrscheinlich für den Drach gehen, keine Ahnung. Ja, nee, der Jenner war ja auch noch gar nicht da. Also, sie waren halt wirklich, an der Stelle kannst du davon ausgehen, dass halt ein Teleport-Engage auf dich kommt, wenn du halt so weit vorne bist. Oh, sehr schön. Flash, Shockwave, Pobelta hat noch sein Splash, aber das sieht er nicht. Weil da kann er nichts machen. Er hätte, wenn dann vorher flashen müssen, aber das ahnst du ja nicht. Dass da alle ihre Ultimates für dich nutzen. Flash weg, Impact. Das war gut gemacht. Also Pobelta hier einmal kurz nicht aufgepasst. Dann kommt der Skana angeflitzt. Ja, vor allem der Chainsitzy war halt auch richtig böse. Aber das müssen sie halt auch so timen können. Die Shockwave nicht ganz optimal. Man hat sie halt auch noch so legen können, dass er quasi in die andere Richtung weggezogen wird. Ist hier aber auch schwierig zu machen mit Orianna, weil du halt nicht weißt, wie Skana sich genau bewegt. Und du musst ja quasi darauf hoffen, eigentlich, dass Skana dir für die Shockwave quasi das Ziel richtig platziert. Das war so eine ganz minimale Misskommunikation, wenn man so möchte. Aber hat hier überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das Kill ist so oder so gefallen. Und jetzt guck mal, warum gehen sie da hin? Ja, vielleicht mit Skana der Call dann, aber weil Skana kommt ja von oben. Ja, da waren sie halt. Da haben sie schnell geschaltet, Team Liquid. Ja, definitiv. Der Teleport war hier einfach on point. Und Impact, der verwandelt sich dann sogar noch in die Chuchu-Eisenbahn. So, und jetzt nochmal das mit dem Play. Ah, er ist halt echt schnell, ne? Kriegt hier halt auch nochmal direkt den Orianna-Ball. Dann kommt die Shockwave, das meinte ich eben. Der hat halt so. Hätte man einen Millimeter weniger reingezogen, wäre die Shockwave quasi so gekommen, dass er nochmal, also das Pobelta in Richtung gegnerische Basis dort gesaugt wird. Aber es war an der Stelle komplett egal. Aber Team Liquid mit dem ersten Turm auf der Top-Lane haben da den Lane-Swap vollführt und damit Golden Guardians ja sichtlich überrascht. Defty kommt jetzt erst auf die Lane. Die Folge Turm weg. Team Liquid mit dem Goldvorteil, obwohl sie die später skalierende Combo haben. Das ist natürlich jetzt auch irgendwo temporäres Gold. Dadurch, dass es halt der eine Turm ist, der viel reinspielt. Und Golden Guardians versuchen das Ganze jetzt ein bisschen auszugleichen, versuchen sich den Herald zu holen. Und werden mit dem Herald dann wahrscheinlich auch einen Turm einreißen können. Aber das Schöne ist halt einfach, wenn du den ersten Turm bekommst, du kriegst halt so ein bisschen extra Gold, was dir halt keiner mehr nehmen kann. Das stimmt. Das Turret First Blood ist dann natürlich ein bisschen mehr wert. Ja, und Turm ist Turm. Man darf man ja auch nicht vergessen. Smitty aktiviert nochmal die Pflanze, aber zu spät. Der Herald ist weg. Aber man sieht schon, Team Liquid scheut die Teamfights nicht. Warum auch? Ich meine, sie haben eine starke Combo, auch wenn in dieser Spielphase Golden Guardians nicht zu unterschätzen ist. Und ohne Flash sieht man, braucht Contract gar nicht probieren, irgendwie an den Gegner ranzukommen. Ohne Flash ist er halt wirklich komplett nutzlos, weil er kein Ziel erreichen kann. Maximal halt wirklich ein Tank, der sich dann aber auch sichtbar anbietet, weil er halt von dir geholt werden möchte. Oh Gott, Impact. Oh, der kriegt Verstärkung. Er muss Lorlobus hinhalten. Jetzt hat Lorlobus noch eine Möglichkeit. Er muss für den Kill gehen. Aber schön auch mit der Ulti einfach gegengearbeitet. Sein Sprung direkt gecancelt. Der Kill war sauber. 3 gegen 1 ist zwar ein bisschen unfair, aber funktioniert ziemlich gut in dem Szenario. Und der zweite Kill somit für Team Liquid. Ja, warum auch nicht. Damit Überzahlsituation. Ole da etwas unbedarft durch die Gegend laufend. Braum Ultimate gegen ihn. Doublelifter hat die ganze Zeit unangetastet. Jetzt gibt es hier die Shockwave. Ole hat Flash auf Cooldown. Die Ultimate von ihm zu spät. Die hätte eher kommen müssen. Ah, da ein bisschen gepennt gerade. Schön gemacht vorhin. Heil aber Team Liquid trotzdem den besten Trade global mit dem Turm, den sie dadurch holen jetzt. Er hat quasi, naja, vielleicht gar nicht mal so. Man kann den Herald jetzt quasi nutzen, um damit Druck aufzubauen. Ja, das stimmt, aber den, ja. Also man kriegt auf jeden Fall einen Turm. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man den vielleicht sogar noch weiter nutzen kann. Na, das glaube ich nicht. Smitty ist unterwegs. Man scheint da den Kampf nehmen zu wollen. Oh, jetzt wird es vor allen Dingen Double mit dem offensiven Sprung nach vorne wird sofort exhausted. Matt ist da an ihm dran. Smitty, zwei Mann hält er gerade beschäftigt. Flash dann. Ja, ich glaube nicht, dass er es hier nochmal wegschafft. Ja, das Snyder smitet sich da nochmal durch die Gegend. Eieiei, wie lange hält er die beschäftigt? Knallerbse! Mein Gott! Oh, vielleicht kriegt er noch einen Exit. Ja, das wird er nicht nee, schaffen. Das reicht nicht. Er versucht es natürlich. Oh schade. Im Endeffekt war es jetzt sogar blöd, weil jetzt Heidi Kill bekommt. Hätte er lieber Skana gegeben. Das stimmt. Dieser Execute-Timer wurde ja vor nicht allzu langer Zeit mal deutlich höher geschraubt. Also da haben ihm noch ein paar Sekündchen gefehlt. Aber trotzdem ein guter Versuch. Da hat man in der Mitte jetzt einfach ein bisschen zu viel probiert. Double Lift hat vor allen Dingen auch noch nicht den notwendigen Schaden, um halt richtig viel Impact zu bekommen, wenn man es jetzt auch vergleicht. Was halt auf der einen Seite Varus mit einem Rage Blade, was halt als geschlossenes Item super effizient ist. Und auf der anderen Seite halt eine klingende Unendlichkeit, die halt gebaut wurde, was halt nicht ganz so effizient ist. Dafür aber natürlich besser skaliert. Gleichzeitig hast du Korg jetzt mit einem Trinity Power Spike. Der hat sich auch schon einen guten Farmvorsprung erarbeiten können.
Da muss man aber auch fairerweise sagen, Hai war auch viel am Rotieren, viel auch vor Pobelta, dass er sich da runter bewegt hat von der Lane, war halt Topside, war halt Botside. Kill mehr, aber ein Turm weniger. Von daher, also für die Lücke ist alles noch super. Also, na, wenn sie da die Tier-1-Türme ebenso bekommen, die Tier-2-Türme sind in der Regel dann besser zu verteidigen auch. Noch ist alles im Lot. Ich würde mir bloß wünschen, dass gerade Pobelta und Double Lift ihre Blue-Trinkets auch aktivieren und nutzen auf Cooldown. Na, das stimmt. Wenn man da vor allem schaut, das macht Hai deutlich besser. Das Schöne bei den Blue-Trinkets ist halt einfach, dass du, sie bleiben ja stehen, wenn sie nicht entdeckt werden. Also sie geben dir halt einen dauerhaften Vorteil, deshalb willst du natürlich auch möglichst oft versuchen, die Dinge auszureizen. Manchmal kann man sie sich natürlich aufheben, gerade in solchen Nasher-Situationen, dass du halt zum richtigen Zeitpunkt auch nochmal Sicht bekommst im jeweiligen Areal, aber für den Moment zählt, glaube ich, halt einfach so viel Sicht zu kreieren. Kannst halt du dich noch erinnern, als diese Trinkets neu eingeführt wurden, der Cooldown vom Blue-Trinket lächerlich kurz war, so dass jeder ein Blue-Trinket hatte? Ja. Da gab es halt immer mal so lustige Phasen. Jo. Jo, sagt er. Jo. Ja, was soll man sagen? Also, war halt schon interessant. Fünfmal Blue Trinket. Bin echt gespannt, wenn die neuen AP-Items jetzt kommen, wie das dann aussehen wird. Was dann halt wirklich der Core-Build werden würde. Also, wenn er. Ich bin ja für. Deathfire sollte wiederkommen. Das soll nichts gegen, oder? Das sehe ich Zoe. Ne, so richtig schön einfach. Boah, der Gegner wird gesleept in Deathfire und Kyo. Vor allem ist Zoe dann wie die alte Ahri, wo ja auch das E noch zusätzlich magischen Schaden gibt. Dann Deathfire und dann. Gab, wohlgemerkt. Ne? Man hat es ja gepatcht. Das E gab zusätzlich magischen Schaden, dann Deathfire. Das ist gut, ein DFG. Ich habe das auf LeBlanc damals immer geliebt. Also einfach ist nach vorne gedasht. Deathfire Grasp, Q, R, tot. Das war einfach das Standard-Item auf jedem Midlaner. Oder fast jedem. Ja. Naja, meistens auf Assassin, also deshalb waren Assassins damals auch noch so stark. Du hast halt eine Ahri, so eine LeBlanc, so ein Fizz, die haben sich halt alle drüber gefreut. Ja, Double Lift muss hier ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, man wird ihn noch nicht erwischen können. Da ist auch nochmal gut Verstärkung in seinem Rücken, falls da irgendwas schief gehen sollte. Hast auch gesehen, ne? Double Lift ist ja auch einer der Kandidaten, der halt manchmal dazu neigt, diese Rocket Jumps halt sehr unschön einzusetzen. Ich glaube, er muss sich da auch immer selber so ein bisschen, also er muss wirklich mit sich selber kämpfen. Und ringen, dass er da halt keinen Fehler macht, was das angeht. Ist natürlich reizvoll. Einfach engagieren, einfach rein, aber der Rocket Jump funktioniert halt bis einmal für den Moment. Wenn du halt drin bist, kommst du nicht wieder raus. Ja, währenddessen plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Team Liquid wird sich da freuen. Also ich denke, da ab dem dritten Item auf Double Lift wird das für sie auch wesentlich angenehmer, in Teamfights zu gehen. Impact baut halt Tanky. Ja, Pobelta. Muss ein bisschen aufpassen. Skana ist glücklicherweise nicht in Reichweite. Kommt jetzt aber auch mit dazu. Das ist nochmal seine größte Gefahr. Er hat sich da jetzt auch nicht für ein frühes QSS entschieden, sondern will halt wirklich erstmal seinen Damage mit der klingenden Endlichkeit aufbauen. Und solange er kein QSS hat, ist halt auch noch keine absolute Sicherheit gegeben. Und der gute Hai, der selber entscheidet sich halt hier nicht für die schnelle Spike-Variante mit dem Haunting Geist, was ich ehrlich gesagt die besser gefunden hätte, weil der Gegner halt eben wirklich gar keine Magieresistenzen baut und zwar auf keiner Position. Na gut, Olli hat ein bisschen was. Und ein bisschen was auf X-Movie über die Schuhe, aber das macht jetzt auch nicht so viel aus. Aber die Carries kannst du halt richtig roten damit. Und der geht jetzt halt für die MR-lastige Variante. Da gab es erstmal die Sage-Ult und man will natürlich den Fight jetzt nehmen am Turm. Taric Ultimate dabei. Vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, da reicht der Schaden nicht und Olli dann. Zu weit nach vorne und Contract sagt danke, muss hier nicht mal flashen. Lolo dabei, also Olle ist da wirklich ein Oller Gierschlund. Ja, das zweite Mal, dass er hier abgeholt wurde. Haben auch gute Reaktion. Contract hat dann nicht lange gefackelt und hat ihn vor allen Dingen ohne Flash bekommen. Ja, weil Olle da einfach hingelaufen ist, wie so ein Derp. Klarer Fehler an der Stelle. Hat sich da von seinem Ultimate vorher so sicher wahrscheinlich doch gefühlt. Und dachte, oh, Skana, der wird jetzt schon nichts machen. Hat er gesehen, ich war gerade unangreifbar, beziehungsweise, ja, man könnte mir keinen Schaden zufügen. Aber Contract ist halt nicht so einfach zu beeinflussen. Allgemein hat Contract für mich halt, so, als er letztes Jahr reingestartet ist, quasi in die Season, hat er mich halt voll und ganz überzeugt als Rookie. Hat halt wirklich sehr, sehr starke Performances gehabt. Gerade auf seinem K6, aber aktuell ist er halt auch nicht so on point. Ja, so, und hier war eigentlich fast schon alles tut hier, aber dann kommt Contracts und drückt eher. Olli ein Stück weit nach vorne gesteppt.
Übrigens unten auch richtige Entscheidung, dass da halt direkt das Zion Ultimate gezogen wird, bevor da halt noch der Narcissi durchkommt. Nicht, dass man nochmal einen zweiten Kill dort abgeben muss. Ja, im Endeffekt sind das jetzt natürlich relativ belanglose Tötungen gewesen, man hat nicht zu viel rausbekommen können, aber man hat sich jetzt einen kleinen Vorteil aufbauen können oder halt nachher ausgleichen können, das kann man jetzt sehen, wie man will, bei 300 Gold Vorsprung. Letztendlich kann man aber mit den nächsten folgenden Situationen, da wird es jetzt wirklich interessant. Der Bergdrache. Du hast jetzt halt ziemlich gute Power Spikes schon. Ja, Varus hat jetzt Wits End fertig. Genau, du hast jetzt zweites Item auf Varus fertig, du hast halt eine Uri, die jetzt zwei Items fertig hat. Und damit auch schon mal einen guten Grundschaden hat und kannst jetzt quasi den Gegner versuchen, in die Teamfights reinzuzwingen. Und Varus ist mit den zwei Items auch auf jeden Fall stärker als die Tristana. Der Gegner hat noch kein QSS, das heißt, Skarner ist auch noch super sinnvoll an der Stelle. Und jetzt ist so der Punkt, wo Golden Guardians anfangen müssen, wirklich Druck aufzubauen. Wenn sie müssen jetzt halt Türme bekommen. Nicht effektiv spielen, dann wird das Game ein Problem für sie werden. Sie müssen sich jetzt einen Vorsprung erarbeiten, mit dem sie dann das Spiel entscheiden. Ja, better safe than sorry in dem Break. Fall. Drake ist jetzt der Call, der sie halt auf jeden Fall nach vorne bringt. Vor allem mit dem Bergdrachen haben sie dann den Vorteil, dass sie halt damit den Nashor nochmal mehr unter Druck setzen können. Das war ein bisschen unglücklich gelaufen. Man kommt trotzdem an die Carry. Ei, und das bevor die Taric Ultimate durch ist. Hux mit die Flash nochmal weg. Also gute Aktion hier von Contracts. Double Lift bekommen. Der hätte aber auch noch flashen können. Der hatte Flash und der hat ihn genau gesehen. Also ja, vor allem, das kam ja auch nicht instant. Also hätte er da sofort geflasht, dann wäre er safe gewesen durch die Taric Ulti, die dann auch kam. Ah, war der Fehler von ihm. Also ich denke, jetzt sollte man sich vielleicht auch entscheiden, gerade so eine Situation, du brauchst halt einfach nur ein QSS und du bist so sicher. Ja. Alles, was sie brauchen. Contracts ist der Einzige, der sie wirklich gut engagen kann. Nulo bekommt jetzt einen Turm auf der Bot-Side, also Golden Guardians momentan mit Vorteil und Team Liquid nicht wirklich souverän. Also sie unterschätzen hier die Golden Guardians immer wieder. Und eben hat man halt auch das gesehen, was ich vorhin meinte, dass wenn halt das Garner Ultimate kommt, wenn das Taric Ultimate hinterherkommt, so dann reicht es halt meistens nicht ganz, wenn du genau einen Carry hast im Visier, dass das Taric Ultimate dann noch durchkommt. Double Lift ist einfach zu schnell gestorben. Tja. Ja gut, sagen wir mal so, hat er wenigstens Flash fürs nächste Spiel nochmal. Ja. Kann man sich mal aufheben. Gegen wen spielt Team Liquid als nächstes? Aber ja, letzten Endes. Ich sehe, was war, Contract Chain unterwegs. Der flasht halt ran. Oh, da! Dann mal. Fünfmal flashen! Es macht noch Autotext, macht noch alles, steht neben dem Skarner. Er läuft nicht mal weg. Er steht da und macht Autotext, denkt sich, ah, Olle, er hat eh geultet. Das hätte er wirklich überleben müssen. Das also, ist ein klarer Fehler an der Stelle. Ja, also, so die Denkweise als AD Carry, auch stehe ich mal neben dem Skarner, der gerade reingeflasht ist, der die Ultimates hat. Ja, wie früher dieses Spiel. Wie tief ist das Wasser? Oder hier, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und wenn er kommt, dann auto-attacken wir. Einfach auf den Skarner. War eine doofe Idee. Apropos Skarner, der ist wieder heiß, hat sein Ultimate wieder zur Verfügung. Ja, hat jetzt auch Glory fertig. Ja, und mit Predator und Righteous Glory und seinem eigenen Movement Speed Tube ist der schon eine ziemliche Dampflok. Das ist gar nicht so einfach jetzt wegzulaufen. Also ich denke einfach, drei Items komplett durchzuziehen bei beiden Carries, bevor man auf den QSS geht, ist sogar ein bisschen gierig an der Stelle. Immer noch keine Aussicht darauf, dass man halt in Richtung QSS gehen möchte bei Double Lift und Pro Belta. Mal gucken, ob sich das rächen wird. Skarner, der schielt schon so ein bisschen. Auch die Line unterwegs. Ohne Flash hat er es natürlich auch schwieriger, jetzt an die Gegner ranzukommen. Wie gesagt, der Flash hat nun mal einen langen Cooldown, wenn du halt nicht gerade mit Spellbook spielst. Und das dann ist er halt noch lang. Aber die Hälfte hat er zumindest schon mal wieder. Und ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn der Flash, spätestens wenn der Flash bei Contracts wieder da ist, werden sie halt wieder einen Catch bekommen und werden dann den Nasher kriegen. Vielleicht sogar schon früher. Ja, der Stun war nochmal wichtig gerade. Fastest Game bis. Also, das Spiel in der Hinrunde war das schnellste Team Liquid gegen Golden Guardians. Jetzt ist man auf jeden Fall schon länger dabei und hier ist nicht. Zion. Bom! Sein Ultimate raus, Teleport unterwegs. Man hat sich jetzt einfach mal eine Seju geholt und ja, da geht's in die Stopwatch rein. Taric Ultimate. Smitty schafft es aber raus, ist die Frage. Währenddessen Lolo, der sorgt hier wirklich für Trouble. Double Lift! Wofür hat denn der überhaupt Flash mitgenommen? Ja, also nächste Woche geht's gegen FlyQuest. Da hat er auf jeden Fall ein paar Flashes aufgespart. Weil jetzt geht's für Golden Guardians gegen den Baron. Sehr chaotischer Kampf im Übrigen.
Oh, das ist halt nicht zu 100% safe. X-Miffy ist da, der 1600 Leben. Kann man ihn da hinten vielleicht gleich noch wegsnacken? Kämpfen kann man auf jeden Fall nicht. Impact, da sieht man auch, hat halt sofort Probleme. X-Miffy versucht ihn noch so ein bisschen zu helfen, indem er die Gegner slow. Die Pässe von Impact ist auch da. Kann ich nicht so ein bisschen zone. Dessen den Baron, damit er nicht resettet und... Ah, oh, sie können ihn aber theoretisch immer noch mopsen. Pubelta kann so ein bisschen poken aus der Flanke. X-Miffy hat sein Smite immer noch parat, aber er kommt nicht ran. Und dieser Nasher geht an Golden Guardians. Und damit jetzt natürlich auch eine richtig gute Ausgangsposition, noch mehr Türme zu bekommen. Das Ding wird jetzt ein bisschen snowballen. Ich würde gerne den Tiefheld gleich nochmal ganz in Ruhe im Replay sehen, was da mit Double Lifter wieder passiert ist. Der wurde halt... Aber wir schauen uns das nochmal an. Okay, so gut, so weit. Man engaged hier. Sie hat Ultimate. Brom stellt sich halt sofort aggressiv davor, will seine Carries nicht engagen lassen. Vollkommen richtig gespielt hier von Matt. Man ultet an der Stelle halt sogar Sejani, die halt einfach ihren Stundenglas-Effekt dort einsetzen kann, um halt von der Taric Ultimate dann Gebrauch zu machen. Geht da hinten raus, ultet dann nochmal rein. Und Double Lift hat aber durchgezieht. Hätte er mal ein QSS gehabt? Just saying. Ja, musst du da vorher schon initial von Lulu wegflashen, bevor er dich da bekommen kann. Ja, aber so oder so. Ich kann halt wirklich nicht nachvollziehen, dass man sagt, wir haben einen safe skalierende Comp, wir wollen halt ganz in Ruhe spielen, ohne zurückzufallen, und sagt sich dann, ich gehe halt erst als viertes Item für QSS. Viertes Item, kein Problem. So, Pubelta hat es jetzt richtig gemacht. Er hat jetzt zwei Items gebaut, hat jetzt endlich sein QSS, ist das auf der sicheren Seite, aber ich finde halt Double Lift ist mit seinem Bild einfach viel zu gierig gewesen, ja. Viel zu greedy, wollte halt plus Damage haben. Selbst Smitty hat eine Quecksilberschärpe. Und der ist ein Tank. Ja, aber dass das ihn nicht schützt, das haben wir gerade schon gesehen. Sollte jetzt als nächstes auch Rüstung bauen. Er hat sich jetzt auch nachträglich noch für diese Maskenvariante entschieden. Und dadurch, dass, das kommt jetzt halt noch mit dazu. Denn dadurch, dass er Double Lift auch mit der QSS nicht nur nicht die Möglichkeit hat, sich aus dem CC zu befreien, sondern auch gar keine Magieresistenzen, hat er halt einfach halt die Möglichkeit, True Damage effektiv an ihm zu verrichten. Deshalb stirbt er halt in der Situation auch so schnell. Shockwave erwischt ihn, er landet noch im Weh mit drin, hat er zwei Drittel seiner Leben verloren. Naja, und dann ist es leichtes, zusammen mit Nah. Ja, das stimmt schon. 40 Sekunden bis der nächste Drache ist, also Golden Guardians. Auf dem Weg Richtung zweiten Sieg. Sie haben 5000 Gold Vorsprung. Ja, müssen aber immer noch Dampf machen. Ja, natürlich. Aber das machen sie ja gerade. Jo, das müssen sie halt immer im Hinterkopf behalten und dürfen sie ja auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen. Oh, auch wenn der letzte Engage tatsächlich von Team Liquid passiert ist. Oh, vielleicht ein bisschen aus gerade wohl heraus. Aber jetzt ist der QSS so. Jetzt kann er sich genau sowas erlauben. Wenn da ein Flash von Contracts kommt, kein Problem. Mit dem QSS kann er so deep gehen. Und wenn Contracts jetzt vielleicht Predator aktiviert, kann er einfach Double Lift rausziehen. Wenn man Double Lift hat, ist der Schaden halt fast zumindest weg. Ja, vor allem, weil jetzt gerade Double Lift anfängt, Schmerzen zu bereiten mit drei Items. Ich glaube, sie wollen jetzt erstmal für den Safe Drake gehen. Das ist ein zweiter Bergdrache. Ist gar nicht so verkehrt. Den sollte man hier in jedem Fall auch mitnehmen können, ohne dass der Gegner was dagegen unternehmen kann. Das Teamfeldpotenzial ist momentan auch von Golden Guardians ziemlich stark. Eine 304 Orianna, die macht schon was her. Ja, vor allem, wenn die Shockwaves sitzen. Das ist natürlich auch so ein Ding, wenn die sitzen, klar, dann hast du halt automatisch gewonnen, aber wenn du halt eine Shockwave komplett jetzt verfehlt als Orianna, dann kannst du natürlich den Druck weg. Ja, dann kannst du halt von dem Gold natürlich auch viel verkehrt machen. Währenddessen, wenn du halt zum Beispiel in Asia oder sowas hast, na, dann ist halt, da kannst du auch mal einen Fail wo, wobei es dann manchmal ist besser, na, lieber gar nicht die Shockwave zünden, als sie falsch zu zünden. Also manchmal ist es halt wirklich ja, so, ist halt wirklich so. Dass wenn du halt lange wartest mit der Shockwave, bist du halt viel besser in der Lage, die einzusetzen, weil die Gegner halt irgendwann... Je länger der Tiefheld geht, desto mehr denkst du auch, der Gegner hat ja gar keine Ressourcen mehr und wirst dann aggressiver. Boah, dritter Bergdrach jetzt für Golden Guardians. Das ist schon. Das ist böse für die Türme und für den Baron. Vor allem mit dem Varus. Alles klar, das ist die Jani. Ist nicht unbedingt das beste Ziel für den Skarner. So, Taric Ultimate ist raus. Jetzt gibt es hier auch die Brown Ultimate. Shockwave sitzt. Aber der Rocket Jump war gut getimed. Schaffen es raus. Double trotzdem auch Damage bekommen. Baron Buff ist ausgelaufen, aber auch die Lolo. Wird er noch groß werden? Der will auf jeden Fall. Kriegt hier nochmal ein bisschen Movement Speed, aber der ist dann entschärft. Oh, Flash dann mit der Ultimate, damit Pubelta hier nochmal rangeschubst wird. Schild ist oben. Sejuult mit Re-Engage und damit ist Hai raus. Und das war viel zu gierig. Golden Guardians, why? Baron Powerplay gerade noch auf 3800, aber jetzt muss er aufpassen. Double Lift. Jetzt mit dem offensiven Jump. Der Junge hat halt immer noch Flash. Ja, braucht er auch nicht. Wozu auch?
Und dazu kann er mal springen. Hier war es halt einfach eine Weltklasse-Ult von X-Mivi. Ja. High spielt selber ohne Läuterung. Aber das geht auch nur, weil Golden Guardians da wie die Berserker noch auf die Idee kommen, an diesen Inhibitor zu fahren. Sie wollten halt Corki haben. Corki hatte 3 Bromstacks, ein Auto-Attack hat für den Stun gefehlt. Nah flasht halt, aber lässt dabei so ein bisschen die Tatsache aus den Augen, dass halt ein QSS da ist. Was übrigens bei Double Lift immer noch nicht da ist. Nee, der hat sich erstmal Last Whisper gegönnt. Jo. Dafür. Einfach mehr Damage aufbauen. Jo. Aber das, ja, so schnell kann man Spielevorteile wegwerfen. Ja, Golden Guardians, die haben den Hals nicht voll bekommen. Das waren jetzt halt 3 Türme, 4 Kills, die man verloren hat. 4 Türme sogar. Und damit natürlich ist der komplette Goldvorsprung bis auf 1000 Gold erstmal dahin geschieden. Sehr ärgerlicher Fehler. Bis dahin hat er echt Golden Guardians gar nicht so schlecht gespielt, aber da war dann irgendwie so komplett das Hirn ausgestellt. So. Bis dahin alles super. Auch den Turm und so, der Fight. Das war halt hier so ein bisschen fragwürdig, ob man halt wirklich Sejani ulten muss an der Stelle. Man kriegt, also sie kriegt man hundertprozentig nicht klein, aber Shockwave hat es gut platziert. Double ist aber aufgepasst, kann seinen Rocket Jump da gut nutzen. Schaden kommt zwar trotzdem durch, aber übersteht das Ganze. So, bis hierhin ist alles fein, man kann den Turm nehmen. Lolo wird jetzt halt dabei, mega nah zu werden. Und hier hätte man halt einfach dann aufhören müssen. Da war man einfach zu viel. Hier, der ist dann, als der durch war, war eigentlich klar, okay, jetzt so ein Geldschirm wird halt super schwierig werden. Pubelta dann mit dem Q. Und dann alle auf einen Haufen, so, gute Idee, Freunde. Und dann gibt's die Siege-Ult und dann stehen wir uns so weit vorne. Siege-Ult war halt einfach so gut, weil der Turm halt wirklich in dem Moment Orianna angegriffen hat. Und Orianna aber halt Orianna genau stand auch viel zu weit vorne. Genau wie alle, die sind alle komplett gruppenkuscheln dahin gegangen. Na klar, war auf jeden Fall eine deutliche Fehlpositionierung hier von Hai. Aber da ist es halt auch wieder, ne, er hat 4 Gold und wenn er den Fehler macht, dann fehlt auch 4 Gold in dem Teamfight. Das ist halt besonders bitter, wenn er derjenige ist, der halt dort gecatcht wird. Ja, und damit das Spiel auf jeden Fall wieder offen. Das war halt auch insgesamt von Deathly halt 900 Schaden. Er musste halt die ganze Zeit hinterherlaufen, hat natürlich auch nicht die größte Auto-Attack-Reichweite, um da halt gut zu wirken. Da hat Tristana ein bisschen simpler, ein bisschen einfacher. Aufgrund seiner Immobilität muss er halt auch mal ein bisschen aufpassen, wie weit kann er wirklich nach vorne gehen. Und dadurch kommt halt auch mal in so einem Teamfight halt ein geringer Schaden zustande, wenn ein Team halt so hart overcommitted und so lange halt hinterherläuft und halt sogar noch unter den Inhibitor-Turm quasi gehen möchte. Das ist halt das Ding, also Tristana hat bald wenigstens ihre Jumps, dass sie dann nochmal... Und endlich ist auch ein QSS da. Danke, Double Lift! QSS als 5. Item. Wenn ihn jetzt noch jemand zeigt, auf welcher Taste er Flash aktivieren kann, dann wird Team Liquid das hier easy gewinnen. Jetzt auch in der Mitte nochmal der Knock-Up. Tyrek Ultimate ist raus. Teleport kommt jetzt sehr spät erst. Aber da ist schon die Hälfte gegessen. Schöner Stun hier an der Stelle nochmal. Flash weg. Double Lift jetzt mit dem Rocket Jung. Lulu allerdings von hinten dran an Pobelta. Noch lebt er. Jetzt ist er down. Double Lift aber macht Damage. Und der hat auch sein Flash benutzt. Ich fasse es nicht. Aber dann der offensive Jump. Da will er wieder zu viel. Da lobst ihn gerade. Und dann sagt er, zack, rein in den Tod, meine Freunde. Ah, da wollte er unbedingt den Kill haben, wahrscheinlich direkt wieder rausspringen. Aber Hut ab, Double Lift hat zumindest nicht mehr sein Flash benutzt. Wunderschöner Teleport von Lolo. Dass Lolo hier in der Lage war, als mega nah zu porten, rettet den gesamten Teamfight für Golden Guardians. Also das war wirklich sehr gut gemacht. Die Shockwave gut von High eingesetzt und mit dem Super Stun danach vom Nah Ultimate hat man das Ganze halt wirklich umdrehen können. Team Liquid einfach ein bisschen zu gierig wieder. Hier sehen wir es nochmal, Contracts steht halt sehr offensiv, Impact sucht jetzt halt den Engage, weil er einen Slow getroffen hat, wollte eigentlich Deftly haben, kommt da nicht ganz ran, aber kann er halt zumindest Mad halt hier bombastisch unter Druck setzen. Jetzt kommt Contracts rein, muss halt sein Ult so platzieren, dass er halt zumindest Zeit damit gewinnt und Olli halt erstmal rausnimmt. Und jetzt ist halt einfach der Nader. Denn der kann halt 3 Leute beschäftigen. Das haben wir alle nicht respektiert. Und ist halt super tanky. Ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass Nader halt als mega nah geportet kommt. Das Timing war einfach perfekt und jetzt halt einfach Double Lift, zack, kassiert halt die QW-Kombo und platzt halt sofort auseinander. Er ist halt wirklich einfach... So, also witzigerweise hat er ja sogar an der Stelle noch Orianna geultet, um sie zurückzuschmeißen, um nicht geburstet zu werden. Bisschen spät. Also, der Grundgedanke von ihm war gut, aber jetzt hat er halt 2 Optionen. Entweder er zieht sein Ultimate auf Skarner durch und kriegt halt wirklich safe den Kill, oder er muss Orianna halt früher ulten, damit sie halt diese QW-Kombo nicht durchbekommt und dann kann er für die Aktion gehen. Aber so, wie er es gespielt hat, war halt einfach... Dieser ganz kleine Punkt hat halt gefehlt. Wo er es halt perfekt spielt. Ja, so ist halt ein Tod. Stirbt er dafür. Ja. Genau. Der gute alte Double Lift Gedächtnissprung. Okay, Contracts RW. Der flitzt erstmal los, aber da ist natürlich auch. Man kann jetzt den Andrach natürlich bei 3 Bergdrachen nicht einfach so abgeben. Das ist so ärgerlich, weil sein Predator in solchen Momenten halt einfach verpufft. Wenn er angegriffen wird, ist halt der Movement Speed Effekt einfach verschwunden.
überleg mal, 45% mehr absoluten Schaden an. Oh, das geht auch ganz schön schnell. Belter hat aber sein Package. Das ist jetzt natürlich riskant und man kann ihn an der Stelle nicht stealen. Jetzt ein Teamfight einzugehen, ist Team Liquid auf jeden Fall fatal. Aktiviert, Smitty überlebt dadurch nochmal. Flash weg, Lolo hinterher. Das war nur ein kurzes Überleben. Ist natürlich jetzt auch bitter mit dem Ahnendrachen, den absoluten Schaden, den es da drauf gibt. Und boah, die Türme werden jetzt komplett wegschmelzen. Ja, das auf jeden Fall. Also drei Bergdrachen und dann nochmal 50% verstärkt. Da hat so ein Turm auf jeden Fall keinen Spaß bei. Ja, das heißt jetzt auf jeden Fall, die Waves sehr, sehr weit rauspushen, so gut es halt für Team Liquid möglich ist. Die Kombination aus Nashor und dem Elder Drake mit drei Bergdrachen ist da jetzt ein bisschen toxisch. Das ist auch interessant. Das sieht man aktuell selten, dass wirklich beide Teams quasi nacheinander das Game throwen. Erst Golden Guardians und dann sagt Team Liquid, nee, sorry, ihr wart eigentlich vorne, ihr habt das Game wieder zurück. Das ist aber auch einfach krass, wie schnell sie halt diesen Elder Drake machen können mit den drei Bergdrachen. Der war hier für sie halt ein essentieller Vorteil. Belter ist halt auch nicht in der Lage, sein Package dort wirklich einzusetzen, weil er einfach ein zu großes Risiko eingeht, wenn er wirklich reingeht. Sejani Ultimate verfehlt hier sogar komplett. Also keine Ahnung, wo X-Miffy da hingeschossen hat, aber es hat ihm nichts gebracht. Nichtsdestotrotz stirbt er halt, also egal ob er getroffen hat oder nicht, denke er wäre so oder so gestorben. Oh, das muss man halt zu sehen, wie man halt diese für den Moment starke Teamfight-Kombo das Ganze gewinnen kann. Jetzt sehen wir halt auch nochmal... Der Goldgraf erklärt das genau, Spiel so gut. Der gibt das richtig schön wieder. Golden Guardians gewinnen. Throne gehen halt, also man hat ja wirklich gesehen, fast ihr gesamter Goldlied ist halt verloren gegangen. Oh, und jetzt kommen halt wieder die Throws von Team Liquid mit zwei Teamfights. Beziehungsweise einem Elder Dragon und einem Teamfight, wenn man so möchte. So. Guck dir mal an, wie schnell der Turm fällt. Boss, ja, zugucken nur. Da muss sogar Sion Ultimate defensiv eingesetzt werden. Also sie können halt gerade nicht gegen diesen Doppelbuff kämpfen. Ja, Nash ist der Baron Buff ausgelaufen. Der Nash ist jetzt abgelaufen. Jetzt wird es natürlich schwieriger, einfach nur weil Corki halt zusammen mit einem Tristana Statics Proc plus natürlich Sion die Waves relativ gut wegklären können. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Und Guardians müssen jetzt von der Positionierung quasi so aggressiv stehen, dass der Gegner halt überhaupt nicht an die Wave rankommt. Das müsste jetzt ihr Ziel sein. Das ist halt vor allen Dingen Contracts Aufgabe. Und das machen sie auch gar nicht schlecht. Man hätte auch ein bisschen weiter mit da vorne, aber man sieht es halt. Die Wave, die wird halt trotzdem einfach weggenommen. Ich denke auch, das wird halt so vom Elder Drake so das gewesen sein, was wir noch umsetzen konnten. Auch der hält ja nicht ganz so lange, wie es halt ein Baron Buff tut. Ja, da hat man ja Pläne durchaus, da was zu ändern. Aber trotzdem, nicht verkehrt. Das Geld halt ein bisschen schlechter, konnten sich jetzt aber natürlich nochmal einen knackigen Gold-Lead hier erwirtschaften und vor allen Dingen endlich einen Inhibitor bekommen. Und wenn man jetzt noch ein Teamfight gewinnen kann, dann ist es wahrscheinlich das Game für sie. Also sie stehen ganz kurz davor, sind aber immer noch nicht im Ziel. Und das ist so einer Kombo halt immer noch Risiko. Aber das ist halt auch der Punkt, dass halt jeder Teamfight das Spiel jetzt entscheiden kann, in die eine oder in die andere Richtung eben noch. Also trotz des goldenen Nachteils muss man natürlich das Scaling bedenken und auch mal ein bisschen auf die Items stielen und sehen, dass auch Probelt und Doublelift bald Full-Item-Build sind. Eine Kill-technisch, diese vier Kills machen jetzt nicht so viel Unterschied aus. Ja, dazu muss man sagen, auch High ist halt schon Full-Item-Build. Also alles, was er jetzt noch an Zusatzgold bekommt, ja, das steht da zwar oben, das interessiert aber keinen mehr. Schnell auf 517, ne? Das ist halt wirklich brutal gefeedet. War auch, also Hut ab, hat 100% Kill-Beteiligung. Ist als Orianna natürlich immer noch ein bisschen simpler, weil du halt einfach entweder jemanden shielden kannst und quasi jeder, der angegriffen wird von der Person, die du halt geschildert hast, gibt dir halt automatisch auch einen Assist. Du kannst natürlich auch deine Leute beschleunigen, auch das gibt dir halt Assist. Und dann bist du natürlich allgemein ein Teamfighter, der halt sehr, sehr gut seinen Schaden verteilen kann. Aufgrund der geringen Cooldowns, aufgrund der AOE-Ultimate. Aber nach 100% Kill-Beteiligung ist halt trotzdem ein sehr guter Wert. Joa, besser geht's nicht. So, Team Liquid unterwegs, Toplane zu verteidigen. Sie machen es auch genau richtig. Na, jetzt heißt es halt nicht Midlane pushen, sondern Toplane pushen. Einfach nur, weil die Toplane halt von der Botlane am weitesten entfernt ist. Und Botlane haben sie ja über die große Wave eh Druck. Er gibt auch doppelt Sinn, weil sie auch gleichzeitig Topside warden können und der Baron in einer Minute da ist. Und sie haben halt noch nicht die zwei Turmen, die sie da abbrechen können. Das geht halt ein bisschen einfacher. Es ist noch so ein bisschen freies Gold, was man sich hier holen kann. Das wird Corki sogar abgestellt, um die Botlane zu verteidigen. Auch er hat einen Teleport, das kann man halt so machen. Und er kann halt die Wave ein bisschen schneller clearen. Sion hatte halt so seine Problemchen, diese Supervasalen zu besiegen. Das ist da für ihn wirklich nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, man sieht schon, der Schaden von Probelta ist ordentlich. Er hat seinen 4-Item-Power-Spike. Auch der gute Double-Lift, der jetzt Full-Build ist, kann natürlich seine Schuhe letztendlich noch verkaufen, um sich da nochmal das nächste Item zu holen. So ein Phantom-Dancer macht sich da mal ganz gut, um die 100% Crit-Chance zu bekommen. Ja, Movement-Speed. Lauftempo genau. Nochmal.
damit das halt nicht komplett verloren geht und halt auch den Attack Speed dort nicht for free aufgeben zu müssen. Ich denke, wenn er halt bei Zeiten das Gold hat, wird es da auch in Richtung Phantom Dancer gehen. Muss natürlich aufpassen bezüglich Engage. Gerade Pobelta Base gewesen. Jetzt gibt es den Root. Hält natürlich einiges aus inzwischen. Taric Ultimate. Frage ist, kann man jetzt den Kampf nochmal zurückwerfen? Antwort ist nein. Golden Guns machen das auch sehr gut. Wisst natürlich, Lodo ist nicht in der Mega-Nachform. Taric Ultimate ist gerade raus. Ja, wir haben seine Ultimate bekommen. Also ziehen wir uns da zurück. Haben auch von Impact einen Flash bekommen. Für nicht wirklich großartigen Einsatz an der Stelle. Also ganz kurz habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass Team Liquid da jetzt einfach eiskalt für ihn in Gage gehen können. Weil Sion ja in einer guten Position stand, auch lange getankt hat, sein Ultimate noch zur Verfügung hatte. Und mit einem Taric Ultimate hätten sie halt dieses Package halt gnadenlos gerade durch den Gegner durchziehen können. Hat man sich nicht ganz getraut. Also man merkt auf jeden Fall Team Liquid eine Menge Respekt. Oh, guck mal, zu zweit. Halt drei Bergdrachen. Ja. Einfach easy. Einfach easy. So sieht das Ganze aus. Ja, und jetzt mit dem Bergdrachen wird halt das Ganze wieder schwieriger. Auch Corkys Raketen verursachen halt magischen Schaden. Dementsprechend ist es halt schwierig, jetzt die Waves rauszuclearen. Have fun. Nur mit dem Baron meinst du natürlich, den sie gerade jetzt bekommen haben. Drei Bergdrachen ist echt böse. Man sieht halt, dass Impact nicht so viel Spaß hat mit den Supervasallen. Aber auch wirklich sehr lange. Aber da auch wieder der Vorteil, dass sie halt wirklich mit diesem doppelten Teleport spielen können. Der Botlane-Inhibitor wird jetzt auch bei Zeiten wieder zurückkommen. Damit verlieren sie dann halt erstmal den Nachteil auf der Botlane. Der Nashor ist jetzt natürlich auch kein Buff, der dir halt extrem viel in Teamfights bringt. Aber er hilft dir jetzt natürlich, den Gegner belagern zu können. Also ein Teamfight ist reell gesehen für Team Liquid immer noch gut gewinnbar. Das stimmt, das stimmt. Je nachdem natürlich, wie er ausgespielt wird, das wird viel von den Ultimates abhängig. Sein Skarner Ultimate, Orianna Ultimate, auf der anderen Seite natürlich Taric Ultimate. Ja, Kotrix hat halt auch alles parat. Also sowohl Flash als auch Ult. Aber wenn halt alle QSS haben, wird es ein bisschen schwieriger. Da muss er halt wirklich auf einen guten Zeitpunkt warten. Oder muss halt am besten darauf warten, dass irgendwer sein Flash benutzt hat. Oder er versucht natürlich, das QSS zu baiten. Dann muss halt Chain of Corruption direkt hinterherkommen. Das war sehr, sehr schwierig zu kombinieren. Man hat natürlich auch immer noch einen Lolo, der bisher auch ein starkes Spiel macht, immer wieder gut flankiert. So, jetzt der Fight hier um diesen Turm, der fällt halt trotzdem mit drei Bergdrachen, auch kein Wunder. 2 Minuten Baron Buff noch, bekommt den Inhibitor. Ja, Team Liquid muss langsam Eier haben. Die können sich halt die Türme nicht... Ja, wenn jetzt Lolo in der Flauschi-Form ist, dann glaube ich, ist das eher möglich. Ja, vorher wird es dann doch ein bisschen schwieriger, das wissen auch Golden Guardians. Folglich zieht man sich hier ein Stück weit zurück. Man hat ja auch noch den Botlane-Inhibitor, den man dann entsprechend nehmen könnte. Das Problem ist jetzt einfach, wenn Team Liquid jetzt nicht versucht, für einen Teamfight zu gehen und halt alle Türme for free abgibt, dann können sie danach halt irgendwann einen Teamfight gewinnen und das bringt ihnen nichts mehr, weil der Gegner halt die Inhibitoren hat und wahrscheinlich sogar noch mehr Türme bekommt, obwohl du halt einen Teamfight gewinnen könntest. Eigentlich haben sie jetzt keine Wahlmöglichkeit, als da mal ordentlich zu engagen. Sie müssen jetzt fighten und da geht's auch entsprechend drauf. Taric Ultimate ist aktiviert, die Stunts sind da. Pobelta hat schon viel Damage genommen. Die Shockwave ist da und Impact ist raus. Der geht nochmal in die Passive. Hilft natürlich allen nichts. Unterzahl. Und das ist jetzt der Midlane-Inhibitor. Das sind 3 Inhibitoren, die down sind. Aber jetzt kannst du sagen, auch wenn sie halt auch besser scalen vielleicht, wird es ihnen nicht mehr viel bringen. Aber sie kommen nicht aus der Basis raus. Sie sind jetzt nicht mehr dazu in der Lage, irgendwie, wie du schon sagst, diese Basis zu verlassen. Und werden jetzt halt, selbst wenn sie den Teamfight doch gewinnen können, halt die letzten beiden Türme wahrscheinlich auch noch verlieren. Denn 3 Inhibitoren heißt halt doppelte Anzahl an Supervasallen, die halt pro Wave da reinmarschiert kommt. Sehr, sehr wichtig auch in der Situation, dass halt, das macht Hai auch wirklich gut, immer eine die richtigen Ziele wieder trifft. Der Andrache, also damit... Eieieiei. Ich denke, Team Liquid muss halt einfach dieses Taric Ultimate besser einsetzen. Sie nutzen den Taric Ultimate halt so ultra defensiv, es bringt halt nichts und der Gegner wartet kurz, danach werden sie ja trotzdem überlaufen, weil die Shockwave dann hinterherkommt. Also sie machen halt nichts aus ihren Cooldowns. Hier sieht man das Ganze jetzt nochmal Taric Ultimate ausgelöst und jetzt einfach rein. So, Pobelta verliert hier nochmal Hälfte Leben, wenn er halt nicht ins Taric Ultimate reinkommt. Hier auch eher nicht gut positioniert. Und dann trifft die Shockwave halt und den Bank wird da rausgeholt. Hat keinen Flash zur Verfügung gehabt, wird sogar noch geultet von Skarner. Eiskalt aufgespießt. Und ohne deinen Frontliner, das ist dein zweiten Frontliner, hast du dann auch keine Chance, den Inhibitor noch zu verteidigen. Team Liquid! Ja, wer hätte das im Vorfeld gedacht? Wahrscheinlich niemand. Ganz schön in einer Problemsituation. 11 Kill-Beteiligung auch für Contracts.
mit Skarna. Oh, der Damage. Varus, Orianna. Man hat ja auch gerade gesehen, ne? Da kam halt eine Ori-Kombo. Wo Belta hat halt zwei Drittel Leben verloren. Aber man sieht auch eben, wie du schon gesagt hast, Team Liquid macht halt nichts auch in der Zeit, wo sie Taric Ultimate haben. Also kein Damage, kein gar nichts. Jetzt ist es der insgesamt fünfte Drache, der jetzt hier fällt. Ja, mit drei Bergdrachen. Jo, das heißt sechs halt Supervasallen, Türme AD. Das heißt aber eben 225 absoluten Schaden. Über 3 Sekunden noch dazu. Das ist wirklich knackig. Und wenn du es auch mal dir so anguckst, du kannst mit einer Orianna und mit einem Hurricane auf einem Varus, kannst du halt auch diesen Damage-Debuff quasi gut verteilen. Du kannst jetzt jederzeit alle damit belegen. Dadurch ist der Elder Drake hier natürlich sau viel wert. Oh, jetzt können sie eigentlich darauf warten, dass halt so ein paar Waves mit rankommen. Müssen die halt natürlich ausnutzen, um auch ein bisschen Schaden gegen die Türme zu bringen. Und das sollte man hier auf jeden Fall schaffen. Oh, nah ist dabei groß zu werden. Das ist halt ein guter Anfang. Da kommt so, das Tag wieder durch. Jetzt versuchen sie natürlich gerade zu fighten, aber da fehlt der Damage, Exhaust, Shutdown, aber das ist wichtig, hier High zu bekommen. Luno mit drin. Deathly überlebt das Slide, überlebt es nicht. Aber auf der anderen Seite ebenfalls die Carries down. Und mit dem Ahnendrachen holen Golden Guardians. Weißt du, aber das, den Teamfight, wie sie ihn den eben gespielt haben, so hätten sie es vorher spielen müssen. So hätten sie es vorher die ganze Zeit spielen müssen, wenn das Taric Ultimate kommt. Dann gehst du rein, überrennst ein Carry gleich komplett und hast du auch viel bessere Optionen. Da ist auch noch das Package, was ärgerlich ist. Aber ja, den Teamfight 10 Minuten früher. Und dann hätten sie... Und sie hatten die Möglichkeiten, definitiv. Sie hatten die Möglichkeiten, halt da wirklich das Package zu nutzen. Golden Guardians gewinnen mal wieder. Jo, Lolo rastet gleich direkt aus und er freut sich richtig, der Junge. Ja, zu Recht. Wer hätte das gedacht? Eis schuldet mir einen Kasten Milch. Nee, Moment. Wir hatten gesagt. Ja, hatten wir gesagt. Nee, Mori. Herzlichen Glückwunsch an Golden Guardians. Sie gewinnen seit langer Zeit. Lügenpresse, Mori. So haben wir nicht gesagt, ne? Wir haben gesagt, dass ich, wenn Golden Guardians gewinnen, dann freue ich mich für sie. Das war der Call. Ja, und dann hast, und du, den, dann hast du den Einsatz auf einen kompletten Kasten Moment, Öl. Ich habe gesagt, ja, dass wenn Team Liquid gewinnt, ist dein Einsatz quasi eine Kiste Milch. Ja, damit hast du deinen auch erhöht. Nee, Moment. Der Chat, du kannst ist doch nicht mein sagen, Zeug. Weil nee. Jemand hier den Einsatz erhöht, heißt es nicht automatisch, dass mein Einsatz auch erhöht wird. Das ist ja, du kannst doch nicht sagen, ich will mehr von dir. Ja, klar. So, mit der Einstellung gehst du auch ins Casino, ne? Ja. Finde ich gut. Sehr gut. So, wir haben also den Sieg von Golden Guardians. Das ist der zweite insgesamt in diesem Split. Ja, vielleicht läuft die Rückrunde ja jetzt besser. Team Liquid hat es verpasst jetzt, sich auf den dritten Platz weiter abzusetzen. Das war halt auch... Ich finde, sie haben halt die Teamfight kommt überhaupt nicht ausgespielt. Auch der Sion-Pick hat für mich jetzt halt... Also er war halt irgendwo okay, er war jetzt nicht nutzlos, er war eine gute Frontline, hat halt viel Zeit rausschlagen können, hat halt CC mitgebracht. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem ja kein sehr... Das ist ein guter Pick gewesen, der sie halt da vorne gebracht hat weiter. Da hatte ich mir halt auch andere Picks, die halt wirklich Carries reell bedrohen können. Der Chat ist übrigens auf meiner Seite. Ja, ist mir egal, ob der Chat auf deiner Seite ist. Ich hab gesagt, der Twitch-Chat ist dir etwa egal, Eis. Ja, der Twitch-Chat ist dir etwa egal. Er ist mir nicht egal, aber ja, deine Meinung ist mir egal. Freunde. Nein, natürlich nicht. So, also, wir haben Golden Guardians, die immer noch Letzter sind. Das ändert sich heute nicht, aber... Team Liquid hat jetzt den geteilten dritten Platz. Mit Vielleicht Platz ziehen sie ja bald an TSM vorbei. Golden Guardians, ja. 2 Siege noch. Möglich ist es, da fehlt nicht mehr so viel. Ja, 2 Siege fehlen. Nächstes Wochenende, du. Nächstes Wochenende ist es soweit. Golden Guardians ziehen an TSM vorbei. Naja, aber da ist natürlich noch. Da muss man natürlich ein bisschen abwarten. Aber wie gesagt, ne, das gute Eis Ding, ohne Kasten. Eis ohne Kiste. Aber es war wirklich nicht gesagt. Also fairerweise habe ich nicht gesagt, dass ich eine Kiste Bier einsetze. Ja, weil, also, wenn du meinen Einsatz erhöhst, wäre ich ja dumm, wenn, ne? Ja, aber wer sagt denn, dass wir immer beide denselben Einsatz haben müssen? Also, du hast nichts so gesagt. Läuft das bei einer Wette. Ja, du hast aber nichts gesagt. Nee, das läuft nicht so. Natürlich, du hast noch nie gewettet, Junge. Freunde, was wir jetzt machen, ist erstmal Eis erklären, wie das nicht. Ganze funktioniert. Ja, und dann gehen wir in eine Pause. Beziehungsweise wir machen das während der Pause. Und wir haben dann noch unsere Top-Begegnung, muss ich sagen, auf die das ich wird ganz richtig geil jetzt, ja. Cloud9 gegen Echo Fox. Absolute Top-Begegnung. Spiel um Platz 1, nach einer kurzen Pause.